Wir sind täglich darin unterwegs. Mit Sonnenaufgang, beim Frühstück, an der Haltestelle, im Büro, in der Mittagspause, nach Feierabend, eigentlich überall hat uns das Netz im Griff. Aber haben wir uns darin noch im Griff? Be the change. Unite for a better Internet. Der Safer Internet Day 2017. Hallo und herzlich willkommen zum Safer Internet Day 2017. Ich bin Lou und ich werde euch heute durch die Sendung führen. Ja, die erste Frage, die sich der ein oder andere stellen mag, ist, was bedeutet der SID, also Safer Internet Day, eigentlich? Das ist der weltweite Aktionstag für sicheres Internet, der in Deutschland von ClickSafe organisiert wird. Und dieses Jahr steht das Ganze unter dem Motto Cybermobbing, also das Mobben im Internet auf sozialen Netzwerken. Und wir als offene Kanäle von Rheinland-Pfalz und Hessen haben es uns zur Aufgabe gemacht, euch ein bisschen über die Gefahren, die das Netz birgt, aufzuklären. Wie steht ihr zu Cybermobbing? Welche Folgen zieht es mit sich? Oder auch, wie man sich aktiv davor schützen kann? Ja, und wir haben euch gefragt, wo es euch wohl leichter fallen würde, zu mobben. Im Internet. Warum? Weil es nicht jeder mitbekommt. Echten Leben. Warum? Ist witziger. Im Internet. Warum? Da ist man anonym und man muss die Person nicht direkt ins Gesicht gucken, da fühlt man sich vielleicht nicht ganz so schlecht. Also Cybermobbing ist halt so, dass du da so einen gewissen Abstand hast und in echt ist es halt schwieriger, wenn man damit konfrontiert wird und wenn man es selbst macht. Aber ich denke, rein um ehrlich zu sein, also wenn mir irgendwas an der Person nicht gefällt, dann sage ich es ihr lieber, als da irgendwie im Internet so drüber herzuhetzen, ehrlich gesagt. Wenn mir jemand nicht passt, dann sage ich ihm das wirklich ins Gesicht. Internet eher. Weil man da halt anonym ist und ja, ich habe es halt so gemerkt, viele nehmen da gar kein Blatt vor den Mund. Sicherlich im Internet. Ja? Warum? Weil sie nicht konfrontiert werden, direkt face to face. Man will ja natürlich nirgendwo mobben, aber in dem Fall ist es halt leichter, weil du anonym bist und natürlich. Ich meine, wer will niemandem auf der Straße sagen, dass er scheiße ist oder sonst irgendwas? Es wird eher im Internet gemobbt. Ich denke, da würde ich mich auch sicherer fühlen als Mobber, weil sich mehr zusammenschließen können und man dann kein Kontra von der Gegenseite befürchten muss oder nicht so schnell halt. Das fällt halt leichter, weil da kann man entweder, also im echten Leben, sag ich jetzt, man muss teilweise schlagfertiger dann sein, weil sonst steht man selbst schnell als Affe da. Im Internet kann man sich schnell großen Gruppen anschließen und ja, das ist einfach weniger in dem Moment, sondern man kann sich auch kurz überlegen, was sage ich jetzt oder so und kann halt einfach ekliger sein, weil die Leute da auch meistens hemmungsloser sind. In der Wirtschaft. Im Internet. Warum? Weil man dann nicht direkt vor der Person steht. Man hat halt Möglichkeiten, seiner Meinung Luft zu machen, ohne sich quasi preisgeben zu müssen. Ja, man muss sich nicht preisgeben. Und das ist das Gefährliche daran, diese Anonymität, die die ganze Zeit da mitschwingt. Und auch wenn ihr euch jetzt fragt, Cybermobbing, was betrifft mich das denn bitteschön? Ja, da liegt ihr falsch, denn Cybermobbing ist gerade jetzt aktueller denn je, wo Kinder viel früher an Smartphones, ans Internet herangeführt werden. Und da ist es doch umso wichtiger, dass es Organisationen wie ClickSafe gibt, die über das Internet aufklären, die Sicherheit verschaffen wollen, die unter anderem Workshops an Schulen anbieten und den Safer Internet Day organisieren. Wir haben ClickSafe in Ludwigshafen besucht. Der SID steht für Safer Internet Day, das heißt, das ist ein Aktionstag zum Thema sicheres Internet, der jährlich stattfindet, dieses Jahr am 7. Februar. Und den gibt es auf der ganzen Welt, verstärkt aber in Europa, weil er von der Europäischen Kommission aus initiiert wurde. Und wir als ClickSafe sind eben der nationale Koordinator. Das heißt, wir rufen in Deutschland dazu auf, dass Einrichtungen mitmachen beim Safer Internet Day, dass sie Aktionen machen zu ganz vielen Themen um das Thema sicheres Internet. Und wir selber sind eben auch mit eigenen Aktionen mit dabei.
Cybermobbing ist ein sehr heikles Thema, das ist ein sehr emotionales Thema, das die Menschen, die betroffen sind, sehr, sehr stark betrifft. Damit man dagegen was machen kann, muss von deren Seite aus ein Signal kommen, dass sie quasi Hilfe brauchen, sich Hilfe holen oder Unterstützung bekommen können. Aber es ist eben nicht so, dass es nur einfach Opfer und Täter gibt und das ganz gleich aufzubauen ist. Das fängt manchmal nur mit einem Scherz an. Manchmal steht aber auch eine ganze Gruppe dahinter. Das heißt, es kann sich über einen längeren Zeitraum aufbauen. Und es ist eben auch wichtig, dass man eben professionelle Hilfe von außen hat, dass es Unterstützung gibt. Und dadurch braucht es eben auch bestimmte Strukturen. Das heißt, dass es auch professionelle Unterstützungsmöglichkeiten hat, die dann quasi beispielsweise in der Schule oder in anderen Einrichtungen auch zu Rat oder zur Hilfe geholt werden können. Also wir von ClickSafe machen ganz viel zum Thema Cybermobbing. Zum einen gibt es natürlich einen Themenbereich auf unserer Webseite. Wir machen auch zum Safer Internet Day eine spezielle Aktionsseite, wo wir über das Thema informieren. Wir haben eine Cybermobbing-Erste-Hilfe-App, die sich an Jugendliche richtet. Das heißt, wenn man irgendwie von dem Thema betroffen ist oder vielleicht auch mitbekommt, dass das in seinem Umfeld bekommt, kann man sich da erstmal eine erste Anlaufstelle suchen bzw. auf Hilfsangebote zugreifen. Wir werden jetzt auch zum Safer Internet Day ein Safer Internet Day Spezial veröffentlichen. Da wird es ein paar präventive Projekte geben, die auch Institutionen durchführen werden. Und dann letztendlich am Safer Internet Day werden wir unser neues Unterrichtsmaterial zum Thema Cybermobbing veröffentlichen. Na, kennt ihr noch diese schönen alten Tastaturen? Aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was man mit einer Tastatur so alles bewirken kann. Man schreibt hier ein paar Zeilen und dann drückt man Enter. Und schon hat man ein Menschenleben ruiniert. So einfach kann das gehen. Und das ist einfach vielen Leuten überhaupt nicht bewusst. Und das sollte den Leuten mal bewusst werden. Denn durch diese ganzen Computer und Handys, durch die Digitalisierung, verlieren wir den Kontakt und werden immer distanzierter. Und so macht es uns viel einfacher, einen Hasskommentar zu posten. Und dass es wirklich so einfach ist, jeden zu mobben, dass jeder Opfer von Cybermobbing werden kann, das seht ihr jetzt in diesem Kurzfilm Vincent. Film. Hallo ihr da draußen, mein Name ist Vincent und ihr schaut gerade Wins und Fails. Ich kommentiere alles rund ums Thema Popkultur, Lifestyle und alles, was sich so im Netz bewegt. Ihr wollt wissen, was im Internet total im Trend liegt oder auch total out ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Jede Woche bekommt ihr ein neues Video mit Top-Listen und Ratschlägen und Tipps für euch, damit ihr immer wisst, was up to date ist. Also, wir sehen uns, macht's gut, bis dahin, euer Vincent. Es gibt was anderes, worüber ich mit euch reden möchte. Hallo Leute, heute gibt es leider kein Top-Listen-Video von mir. Es gibt was anderes, worüber ich mit euch reden möchte. Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden, ich sag's gerade heraus, ich bin schwul. Ich weiß, es ist heutzutage eigentlich nicht nötig, sich zu outen. In unserer Gesellschaft ist man doch da weitestgehend akzeptiert. Trotzdem haben sich die Kommentare unter meinen Videos vermehrt, in denen die Frage gestellt wurde, ob ich denn schwul bin, weil ich mich um Fashion und Trends und Mode kümmere. Und ja, ich bin schwul, aber das hat nichts damit zu tun. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was aufklären und ihr könnt euch jetzt voll auf meine Videos konzentrieren. Und lasst bitte die dummen Kommentare einfach sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den kommenden Videos, bis es dann wieder heißt Wins and Fails. Dankeschön.
Hallo Leute. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr habt mitbekommen, in letzter Zeit habe ich keine Videos mehr veröffentlicht. Was daran liegt, dass ich nur noch Hasskommentare bekomme. Ich dachte, wir wären so weit. Die Gesellschaft, dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Ich weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen. Ich habe versucht, mich von Social Media fernzuhalten, nicht mehr ins Internet zu gehen, aber es verfolgt mich auch. Ich krieg Angst, ich krieg Panikattacken. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Das hier ist mein letztes Video. Macht's gut. Looking like a child, and I'm gonna love you more, and I'm gonna love you more, and I'm gonna love you more. Spoken like a child. Wir verbringen immer mehr Zeit im Netz, wo Freunde keine richtigen Freunde mehr sind und man Menschen nicht mehr von ihren Fake-Profilen unterscheiden kann. Um euch die Härte der Thematik noch einmal näher zu bringen, gibt es jetzt 10 harte Fakten über Cybermobbing. Cybermobbing, also Mobbing im Internet, betrifft immer mehr Menschen. Ob in der Schule oder am Arbeitsplatz, jeder kann Opfer von Cybermobbing werden. Damit ihr über dieses recht neue Phänomen Bescheid wisst, jetzt 10 Fakten über Cybermobbing. Fakt Nummer 1. Fast jeder fünfte Jugendliche ist betroffen. Laut einer Studie des Umfrageinstituts YouGov gaben 18% der insgesamt 5000 befragten Jugendlichen an, schon einmal Opfer von Cybermobbing gewesen zu sein. Fakt Nummer 2. Das Smartphone ist das am häufigsten genutzte Mobbingwerkzeug. So werden die Opfer nicht nur per E-Mail und Facebook, sondern auch per WhatsApp, SMS und Telefonanrufen gemobbt. Fakt Nummer 3. Cybermobbing schadet der Gesundheit und ist sogar lebensgefährlich. Fast die Hälfte der Betroffenen klagt über Persönlichkeitsstörungen und Depressionen und sogar jeder 10. Betroffene stuft sich selbst als suizidgefährdet ein. Fakt Nummer 4. Der Fall Amanda Todd. Einer der bekanntesten Fälle von Cybermobbing ist der Fall von Amanda Todd im Jahre 2012. Sie wurde wegen Nacktfotos im Internet von Mitschülern so schlimm gemobbt, dass sie sich das Leben nahm. Vor ihrem Suizid lud sie ein Video auf YouTube hoch, in dem sie von ihrem Schicksal berichtete. Der Vorfall war Anlass für viele, sich gegen Cybermobbing einzusetzen und den Opfern zu helfen. Fakt Nummer 5. Nur knapp ein Drittel der Opfer von Cybermobbing nimmt ärztliche oder therapeutische Hilfe in Anspruch. Dabei gibt es sowohl online als auch offline mittlerweile viele Anlaufstellen, an die sich Betroffene wenden können. Und Fakt Nummer 6. Cybermobbing geschieht oft ohne richtigen Grund. Die drei am häufigsten genannten Gründe für Cybermobbing seitens der Mobber waren, einfach nur zum Spaß, Gruppenzwang und aus Langeweile. Fakt Nummer 7. Wenn du von Cybermobbing betroffen bist, lautet eine der wichtigsten Regeln, auf keinen Fall reagieren. Wenn du nicht reagierst, fehlt dem Mobber die Bestätigung und er verliert wahrscheinlich das Interesse daran.
Fakt Nummer 8. Cybermobbing ist illegal. Cybermobber können unter anderem wegen Beleidigung, übler Nachrede, Verleumdung und Nachstellung strafrechtlich verfolgt werden. Fakt Nummer 9. Das Internet vergisst nicht. Während Cybermobbing-Attacken oft nicht länger als 3 Monate dauern, bleiben beleidigende Bilder und Posts oft für immer auf Plattformen wie Facebook und Co. Und jetzt Fakt Nummer 10. Anders als bei normalen Mobbing betrifft Cybermobbing vor allem das Privatleben der Opfer. So hilft ein Wechsel der Schule oder des Arbeitsplatzes leider nur bedingt. Durch den ganzen Smartphone-Boom ist es ja logisch, dass immer mehr Medien genutzt werden. Ja, und dadurch steigt natürlich auch die Gefahr, gemobbt zu werden im Internet, im Web, in sozialen Netzwerken. Ja, als nächstes sehen wir ein Interview mit Dr. Petra Bauer von der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Und sie sieht es als sehr problematisch an die Entwicklung, gerade dass Kinder jetzt auch vermehrt gemobbt werden. Wir schauen einfach mal rein. Ich bin Petra Bauer, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, am Institut für Erziehungswissenschaft und dort in der AG Medienpädagogik. Wir bilden hier Bachelor- und Masterstudierende aus im Studiengang Lebenslanges Lernen in Medienbildung. Cybermobbing ist bei uns ein Thema, einmal im Bereich der Mediensozialisation, wenn wir über die Mediensozialisation mit unseren Studierenden reden. Ab und zu machen wir Medienprojekte in Schulen. Innerhalb dieser Medientage spielt Cybermobbing auch immer eine Rolle, wenn wir mit den Jugendlichen, mit den Schülerinnen darüber reden, was der Unterschied ist zwischen digitaler Kommunikation im Netz, also der Kommunikation über soziale Netzwerke, Chat oder Foren, und der Kommunikation face-to-face auf dem Pausenhof oder mit den Freunden, wenn man sich wirklich trifft. Mobbing ist nichts Neues. Cybermobbing ist herkömmliches Mobbing nur im Netz. Und das Netz, World Wide Web, hat bestimmte Eigenschaften, die das Mobbing vom normalen Mobbing unterscheiden. So ist zum Beispiel das Internet immer offen. Das heißt, Sachen, die ins Netz gepostet werden, sind eigentlich rund um die Uhr verfügbar und sind nicht nur in der Situation da, wo sie ausgesprochen werden. Wenn zum Beispiel ein Kind ein anderes Kind auf dem Schulhof beleidigt, kriegt der Sender mit, wie der Empfänger reagiert. Und häufig sind ja Aussagen gar nicht so ernst gemeint oder auch witzig gemeint. Und wenn man aber merkt, dass der Gegenüber beleidigt ist oder sich angegriffen fühlt, kann man seine Aussage revidieren, kann sich entschuldigen und kann es glatt bügeln. Im Netz sieht man die Reaktion des Gegenübers nicht. Gleichzeitig können Informationen im Netz relativ schnell in dem einen Kanal und auch in andere Kanäle verbreitet werden, sodass gleich ganz viel mehr Mitmenschen daran teilhaben können, dann auch wieder verteilen können. Und was im Netz auch typisch ist, dass derjenige, der mobbt, anonym auftritt, sodass man es nicht weiß, aus welcher Quelle irgendwelche Beleidigungen oder Bloßstellungen kommuniziert wurden. Also grundsätzlich kann man sich vor Cybermobbing nicht schützen. Also häufig ist es auch nicht das die Ursache beim Betroffenen, sondern kann sein, dass man einfach nicht in eine Gruppe reinpasst aufgrund von irgendwelchen Besonderheiten, mag es Geschlecht sein, Hautfarbe, Kleidung, Schmink, Stils und so weiter. Also immer, wenn man irgendwie anders ist als die anderen, ist man sozusagen schon mal ein potenzielles Cybermobbing-Opfer. Man kann sich insofern schützen, dass man bewusst mit seinen Daten im Netz umgeht, dass man bewusst überlegt, mit welchen Bildern man sich im Netz präsentiert, dass man aufpasst, wenn man irgendwo gefilmt wird oder wenn Fotos von einem gemacht werden, dass man danach fragt, was passiert mit den Bildern, werden die ins Netz gestellt, also sozusagen sein Bild, sein Recht am eigenen Bild wahrnimmt. Man kann auch, wenn man merkt, oh, hier ist gerade ein Mobbingprozess am Laufen, nicht einsteigen, sondern aussteigen, indem man bestimmte Personen blockiert in einem sozialen Netzwerk oder einfach auch E-Mail-Adressen aus seinen Verteilern rausnimmt, sodass man sozusagen nicht im Prozess mitspielt. Prozess ist immer ein Modell, Täter, Opfer, und es gibt ganz viele Mitläufer auch im Cybermobbing-Modell, sodass man sagt, okay, ich lasse mich nicht zum Opfer machen, ich steige aus. Ich rede mit dem Gegenüber, bitte darum, dass es bleiben gelassen wird, setze ganz klare Grenzen und schütze mich selbst. Wenn ihr merkt, dass jemand gemobbt wird im Internet, dann nehmt es nicht einfach so hin, sondern versucht dieser Person zu helfen. Denn alleine ist es immer schwierig, sich dagegen zu wehren. Und
macht einfach den Mund auf, denn es kann euch genauso gut selber passieren. Und klar, ja, vielleicht sagt ihr, ja, mir ist es aber noch nicht passiert. Aber ich meine, es muss ja nicht immer so schlimm sein, dass man sich das Leben nehmen will. Es kann auch kleine Fälle geben, trotzdem, auch wenn man vielleicht sogar darüber lachen kann, es nagt irgendwo an einem und man vergisst sowas nicht. Und deshalb macht den Mund auf und wendet euch an eine vertraute Person. Und wenn ihr keine habt, dann steht zur Not auch noch die Polizei bereit. Und das zeigt der nächste Film. Du Opfer. Du hast doch eh keine Freunde. Du bleibst doch ewig nur eine halbe Portion. Dich mag sowieso keiner. Aus dir kann doch gar nichts werden. Schau dich an, hör dich an. Kriegst doch eh nichts hin. Guck dich mal an. Mit dir kann sowieso keiner leiden. Kein Wunder, dass dich alle dissen. Und hässlich bist du auch noch. Niemand du bist so ein Loser. Morgen hole ich mir Hilfe. Ich werde viel auch besonders übers Internet gemobbt. Was kann ich denn dagegen tun? Wenn man nicht Opfer bleiben will, dann darf man nicht passiv sein, dann muss man aktiv werden. Und deshalb ist es wichtig, dass du zum Beispiel auch mit deinen Eltern über diese Situation sprichst. Hast du das schon getan? Nee, auch noch nicht. Ja. Ich könnte dir vorschlagen, mit deinen Eltern zusammen mal hierher kommen, dass man das gemeinsam mal bespricht und dass man dann eventuell andere Einrichtungen nimmt oder vielleicht die Schule, wenn es die Schule mitbetrifft, auch mit ins Boot holt. Prophylaktisch kann man nur insofern was tun als Eltern, weil es geht um die Erziehung. Mhm. Ja. Menschen, die zu selbstbewussten Menschen herangezogen werden, ohne viele Strafen, sondern in einem positiven Aufbau, mit positiver Bestärkung unterstützt und gefördert werden, die werden natürlich weniger Opfer, weil die ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben. Und die sowieso schon meistens stiller sind, nicht so gutes Selbstbewusstsein haben, das sind ja auch diejenigen, die oft rausgesucht werden, weil es schwächere sind. Mhm. Und ich kann dann natürlich meine Macht besser als Täter auf sie ausüben und kann sie schneller beeinflussen. Sollte sowas im Internet stattgefunden haben und da sind Straftaten mit dabei, dass man beleidigt wird, dass man genötigt oder bedroht wird, dann sollte man sich auch überlegen, ob man nicht ein Stoppsignal setzt und tatsächlich auch eine Anzeige erstattet. Was aber viel wichtiger ist, sich bitte an den Internetprovider wenden und diese Inhalte entfernen lassen. Weil das ist der Unterschied zum Hänseln früher. Da war das in einem geschlossenen Bereich und heute ist es aber veröffentlicht und man hat keine Rückzugsmöglichkeiten mehr, weil jeder es sehen kann und man auch das Gefühl hat, man ist jetzt in der ganzen Welt blamiert. Und das macht das Ganze auch so schlimm. Ich muss echt was in meinem Leben ändern. Immer optimistisch bleiben. So, wir sind nun am Ende der Sendung angekommen. Das war's mit dem Beitrag über den SID 2017. Ja, was lässt sich abschließend sagen? Passt auf, was ihr im Internet postet, denn es kann ganz schnell auf euch selbst zurückfallen. Und deshalb seid achtsam mit euren Mitmenschen. Und ja, ich meine, ihr habt es alle schon mal gehört, aber macht es euch einfach selber nochmal bewusst, was ihr da eigentlich tut, wenn ihr es tut. Und versucht ein bisschen Rücksicht zu nehmen, denn die Schäden, die die Leute davon tragen, sind nicht wieder rückgängig zu machen. Ja, wir danken allen, die uns bei dieser Sendung unterstützt haben und die Beiträge für diese Sendung eingereicht haben und hoffen, sie hatten auch ein bisschen Spaß. Tschüss.